dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Brin Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Frieden und Evangelisation 2000. Und wie man aus dem Titel wahrscheinlich ziemlich sicher ablesen kann, handelt es sich hierbei um Kapitel 18 der momentanen Buchlesung, die ich mache. Alle Wege führen nach Rom. Evangelikale wohin? Von Michael Desemlian. Ein Buch, in dem wir, wie gesagt, schon 17 Kapitel besehen haben und uns jetzt mit Kapitel 18 auf den Weg so langsam zum Schluss machen und hier ein ziemlich kurzes Kapitel von 5 Seiten haben. Frieden und Evangelisation 2000. Ja, Frieden und Evangelisation, wie geht das denn zusammen? Frieden auf dieser Erde werden wir nie haben, hat unser Herr gesagt. Aber Trübsal und Kampf und Evangelisation, naja, da muss man sich immer nur fragen, welches Evangelium wird denn da bitteschön gelehrt? Das Evangelium der Bibel, das unverfälschte, reine Evangelium von Jesus Christus, den einzigen vom Vater eingeborenen Sohn, der für uns am Kreuz, für unsere Sünden am Kreuz starb und durch sein Blutvergießen uns weiß gewaschen und gerechtfertigt hat, um ewiges Leben zu bekommen? Oder ist es das Evangelium der römisch-katholischen Kirche, die einen anderen Jesus lehren? Frieden und Evangelisation 2000. Das sind alles schön klingende Worte. Aber wie oft in dieser Welt klingt es schön, aber ist da nichts dahinter? Und das ist eben hauptsächlich das große Problem. Nun gut, fahren wir fort auf Seite 197, aber bevor ich das tue, will ich eben darauf verweisen, dass in der englischen Version davor ein Bild ist. Im deutschen Buch ist es kein einziges Bild, das englische Buch hat einige Bilder damit bei. Und das Bild ist sehr aussagekräftig, weil es ist Reverend David Shepherd, ein anglikanischer Bischof von Liverpool, und Reverend Derek Warlock,
von der römisch-katholischen Kirche, einen Erzbischof, die darauf abgebildet sind, zusammen mit dem Buch, das sie zusammen geschrieben haben und das sie dabei hochhalten, Better Together, besser zusammen. Das war ja, glaube ich, ein Teil des letzten Kapitels, das ich vorgelesen hatte. Das hieß Kapitel 17, jetzt habe ich das in Englisch aufgeschlagen hier. Ja. Das Tempo der ökumenischen Entwicklung in Deutsch. Da gehört das Bild eigentlich noch zu. Das ist hier halt abgebildet und das wird jetzt auch im Video eingeblendet sein hier, schätze ich. Interessant, sich das anzuschauen. Und da geht es eben darum, dass hier also ein anglikanischer Bischof und ein römisch-katholischer Bischof zusammen ein Buch schreiben. Ja, das geht ja nur, wenn die beiden zusammen im Einverständnis sind. Und laut der Bibel kann man ja mit dem Teufel nicht im Einverständnis sein, wenn man auch mit Christus im Einverständnis ist. Aber gut, ich lese jetzt einfach mal vor auf Seite 197, wo es weitergeht im Kapitel 18. Das Thema Frieden ist ein Dauerbrenner auf der Tagesordnung. Eine wachsende weltweite Mehrheit sieht Papst Johannes Paul II. Als den großen Friedensstifter unserer Zeit und die Menschen erwarten aus Rom mit neuer Hoffnung Frieden durch Einheit. Also Papst Johannes Paul II., Antichrist, ganz wichtig, Antichrist, Papst Johannes Paul II., wurde als großer Friedensstifter unserer Zeit gesehen und genauso verhält es sich heute, 2016, mit Papst Franziskus, der ja von Times Magazine Mann des Jahres erklärt wurde und der von verschiedenen Leuten eben auch als Prinz des Friedens bezeichnet wurde, ein Titel, der Jesus Christus zubehört, den wir hier später auch noch drauf reinkommen. Und wie hier dann drin steht, mit neuer Hoffnung, Frieden durch Einheit. Frieden. Was ist denn, wenn die Leute hier auf dieser Erde Frieden erwarten? Was sagt denn die Bibel dazu? Im ersten Brief der Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 3, lesen wir: Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Das sagt die Bibel zu Friede und Sicherheit. Und wenn sie, also unsere weltlichen Führer, sprechen von Frieden und Sicherheit, was dann passieren wird? Es gibt keinen Frieden hier auf dieser Erde. Und wir gehen da auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Es gibt hier noch zwei sehr schöne Bibelzitate gleich, die wir in der Hinsicht nochmal lesen werden. Dies ist der Mann, also Antichrist, Papst Johannes Paul II., der die einst zerstrittenen Religionen und Ideologien der Welt zusammenführen kann. Und immer mehr Christen lassen sich davon überzeugen, dass er dies unter dem Banner Christi tun werde. Ich bin da schon oft genug drauf eingegangen, dass eben die zerstrittenen Religionen dieser Welt, also jetzt spreche ich mal nicht von den Protestanten, sondern spreche ich hauptsächlich von Hindus und Buddhas, also Hinduisten und Buddhisten und so weiter und auch dem Islam, dass die alle denselben Ursprung haben. Der liegt in Babylon, wie wir seit der Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop wissen. Von daher ist es nicht so schwierig, die zusammenzuführen. Aber hier geht es halt um das Zusammenführen der getrennten Brüder, wie man das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nennt, die Heretiker und Ketzer, die Protestanten wieder unter die Fittiche von Rom zu bekommen. Und immer mehr Christen lassen sich davon überzeugen, dass dies unter dem Banner Christi durch den Papst passieren wird. Richtig. Das Problem ist halt, welcher Christus? Nicht der Christus der Bibel, nicht der Christus der Protestanten, sondern der Christus der römisch-katholischen Kirche. Nun, es sieht so aus, als müssten sie enttäuscht werden. Es war Maria, die Mutter Gottes, die Himmelskönigin, die zum Papst über den Frieden sprach. Durch ihre Erscheinungen in Fatima, Medjugorje und anderswo verheißt sie, die Friedenskönigin, Frieden durch Gebet, Frieden durch Fasten und auch Frieden durch Treue im Umgang mit dem Rosenkranz und Beharrlichkeit in den Sakramenten. Wo steht der Rosenkranz in der Bibel? Wo stehen die sieben katholischen Sakramente in der Bibel? Also, immer die Bibel als Basis nehmen fürs Verständnis, wenn es um Doktrin, theologische Doktrin geht, und nicht den römischen Katholizismus.
Die Erscheinung alleine schon der sogenannten Mutter Gottes, wie es hier steht, Maria, die dann verspricht, dass es Frieden gibt, wenn man bittet, wenn man betet, wenn man fastet, wenn man Treue im Umgang mit dem Rosenkranz zeigt und Beharrlichkeit in den Sakramenten. Naja, die Bibel warnt immer wieder vor dem falschen Frieden, den der Antichrist bringen wird, wie wir bereits etabliert haben. Papst Johannes Paul II. Ist der Antichrist in dem Moment, wo das Buch hier geschrieben wird, weil das Amt des Antichristen ist das Papsttum. Die Bibel sagt in Hesekiel Kapitel 13, Vers 10, Zitat, weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist. Und in Lukas, Kapitel 12, Vers 51 lesen wir, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Ich sage, nein, sondern lauter Zwietracht. Das war unser Herr Jesus Christus, der da in Lukas gesprochen hat. Wir sind angewiesen, um Frieden für Jerusalem zu bitten. Der Friede, den der Herr verheißen hat, wird erst kommen, wenn er selbst kommt. Er ist der Prinz des Friedens und niemand anders. Nun, es bestanden Pläne, und sie wurden öffentlich bekannt gegeben, Antichrist Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1990 in Washington gewissermaßen zum Auftakt des Jahrzehnts der Evangelisation vor politischen Führern aus aller Welt den Friedefürstpreis zu überreichen. Daraus wurde schließlich doch nichts. Möglicherweise wollte man nur erkunden, welche Wirkung ein solch umstrittenes Vorhaben zeigen würde. Wenn dies zutrifft, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es verwirklicht wird. Wir stecken mal eben den Zeh ins Wasser und fühlen, wie kalt es ist. Ja? Die Reaktionen auf diese Ankündigungen waren leider sehr mager. Das heißt, in der Öffentlichkeit wurde das noch nicht mal bewusst wahrgenommen. Genauso wenig wie in der Öffentlichkeit die ganzen Pädophilie-Skandale und Päderaster-Skandale der römisch-katholischen Kirche wahrgenommen werden. Die einzige frühere Verleihung dieses Preises, also des Friedensfürstepreis, erfolgte im Jahre 1980 an Anwar al-Sadat von Ägypten, der kurz darauf ermordet wurde. Wieder jemand, den man als Märtyrer dann hinstellen kann, ha? Mit Friedefürst sollte dem Heiligen Vater, ich schüttel's, wenn ich hier solche Dinge zitieren muss, sollte dem Heiligen Vater ein weiterer Titel verliehen werden. In der Bibel gehört dieser Titel einzig und allein unserem Herrn Jesus Christus. Das meine ich mit einem anderen Evangelium. Seine widerrechtliche Aneignung ist schockierend für Christen, die den Gebrauch jedoch jedes der beiden Titel durch Menschen für Menschen als Blasphemie ansehen, also Gotteslästerung. Bezeichnenderweise lebte der äthiopische Kaiser Haile Selassie nicht lange, nachdem er sich selbst als Löwe von Juda hatte ausrufen lassen. Tja, das erinnert ja an die Bibelgeschichte von, war es Herodes oder wer war das in der Bibel, später in der Apostelgeschichte, der sich auch hat anbeten lassen und der von den Würmern zerfressen wurde. Die Protestant Truth Society, also die protestantische Wahrheitsgesellschaft, sagt zur Blasphemie, Zitat, sie bedeutet in der Bibel nicht so sehr der Widerspruch gegen Gott, als vielmehr die Anmaßung göttlicher Eigenschaften dort, wo kein rechtmäßiger Anspruch vorliegt. Ende Zitat. Ja, was ist denn bitte schön ein rechtmäßiger Anspruch? Die einzige Person, der einzige Mensch, der jemals rechtmäßigen Anspruch hatte auf göttliche Eigenschaften, das war Jesus Christus und sonst niemand. Also, mit anderen Worten, lass uns eben Jesus ausnehmen, weil er Gott auf Erden war. Jeder, der sich göttliche Eigenschaften aneignet, macht es ohne rechtmäßigen Anspruch und ist damit ein Gotteslästerer. Sicher der Papst. Der Vatikan benutzt hochgeachtete Katholiken wie Mutter Teresa von Kalkutta, eine satanische Frau, und den polnischen Staatspräsidenten Lech Wałęsa, um für das Friedensthema zu werben und den Plan zur Evangelisierung der Welt voranzutreiben. Beide sind, wie auch der Dalai Lama, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Wenn du den haben willst, musst du ein Katholik sein.
sonst kannst du den Friedensnobelpreis gar nicht kriegen. Friede gibt's ja nur für Katholiken, der sogenannten einzigen wahren Kirche, außer der es keine Erlösung gibt, was die römisch-katholische Kirche von sich selbst behauptet, im Gegensatz zu was die Schrift sagt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das Jahrzehnt gewinnt weltweit an Bedeutung, leitet der nächste Unterteil dieses Kapitels, der nächste Abschnitt. Die Bedeutung des Jahrzehnts als Teil der interkirchlichen Entwicklung wächst mit der Verschmelzung der römisch-katholischen und anglikanischen Initiativen. Diese Verschmelzung, die unvermeidlich, wie der Sekretär des Vereinigten Protestantischen Rates, der Anglikaner John Shearer, es ausdrückt, Zitat, ein Evangelium anbietet, das kein Evangelium mehr ist, Ende Zitat, hat den Segen aller großen Denominationen, also aller großen Glaubensrichtungen. Ein Evangelium, das kein Evangelium mehr ist. Davor wird in der Bibel gewarnt, wenn jemand euch ein anderes Evangelium lehrt als das, was wir euch lehren, dann hütet euch. Und hier haben wir wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass hier ein Evangelium angeboten wird, das kein Evangelium mehr ist, weil es nicht basiert auf der Lehre der Bibel, weil es nicht basiert auf dem Wort Gottes. Ein Brief an die Zeitung Eastern Daily Press in Suffolk veranschaulicht, wie die Verschmelzung protestantischer und katholischer Initiativen vonstatten geht. Der Brief, unterzeichnet von dem anglikanischen Bischof von Norwich und dem römisch-katholischen Bischof von East Anglia, rief zum Gebet auf für, Zitat, das 10-Jahres-Programm zur Vertiefung, Erweiterung und Weitergabe unseres Glaubens, bekannt als das Jahrzehnt der Mission oder das Jahrzehnt der Evangelisation. Ende Zitat. Das Jahrzehnt der Evangelisation, bekannt als Evangelisation 2000, wurde in England gleichzeitig mit dem Jahrzehnt der Mission am 6. Januar 1991 eingeführt. 6. Januar, Heilige Drei Könige, römisch-katholischer Feiertag. Anfang des Jahres nach dem römisch-katholischen Kalender, aber der Anfang des Jahres ist im Frühjahr, biblisch gesehen, wie wir wissen. Evangelisation 2000 empfing den feierlichen päpstlichen Segen anlässlich einer Privatmesse Antichrist Johannes Paulus II. Am 23. Juni 1987. Das Unternehmen wird seinen Höhepunkt am Weihnachtstag des Jahres 2000 haben, so vermutet man zur Zeit des Schreibens dieses Buches, denn dann, so hofft der Papst, wird er in einer weltweiten Satellitenübertragung zu 5 Milliarden Menschen sprechen. Nun, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich gemacht hat, und ich bezweifle ganz stark, dass er 5 Milliarden Menschen erreicht hat, weil so viele haben überhaupt keinen Fernseher und keine Möglichkeit, das zu sehen oder Radio, um das zu hören. Ja? Aber nichtdestotrotz, es geht ja nicht darum, was die wirklichen Zahlen sind, die der Papst oder der Antichrist erreicht, es geht darum, was euch immer weiß gemacht wird, wen oder wie viel er erreicht. Ne? Das muss ja nicht der Wahrheit entsprechen, wie Henry Kissinger sagte, es geht nicht darum, was wahr ist, es geht darum, was als wahr akzeptiert, was als wahr wahrgenommen wird. Ne? Zwischen Anführungszeichen Vater, weil wirklich mich, ich mag das nicht hier, die Leute Vater zu nennen, aber steht halt so drin und das ist halt ihr Titel, mit dem man sie ansprechen sollte, steht halt im Buch so drin. Also zwischen Anführungsstrichen Vater Tom Forrest hat erklärt, dass es das Ziel des Jahrzehnts der Evangelisation sei, Jesus Christus zum 2000. Geburtstag eine Welt zu schenken, die mehr christlich als nicht christlich ist. Die Kirche von England und die freikirchlichen Gruppierungen haben sich nicht so unbiblisch über voraussichtliche Bekehrungszahlen ausgelassen. Sie haben vielmehr das Ziel bekräftigt, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Predigt das Evangelium aller Kreatur, wie wir in Markus Kapitel 16, Vers 15 lesen können. Aber wenn ihr das Evangelium aller Kreatur predigt, dann muss man eben auch sehen, welches Evangelium man predigt. Das Evangelium der Bibel und nicht das Evangelium des Papstes. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Unternehmen ist unter Einbeziehung vatikanischer Schlüsselabteilungen sorgfältig strukturiert.
Die meisten Länder haben ein nationales Durchführungskomitee, das dem Vatikan Bericht erstattet. Tom Forrest leitet das Büro in Rom, gemeinsam mit einem anderen Amerikaner, dem Leiter der Abteilung für die internationale katholisch-charismatische Erneuerung, Ken Metz. Doch Forrest sagte 1989 unter Hinweis auf die gewaltige Rückendeckung, die das Vorhaben erfährt, Zitat: „Das Ganze empfängt seine Anweisung jetzt von Staatssekretär Kardinal Agostino Casaroli und von dem Vatikanischen Sekretariat für christliche Einheit." Ende Zitat. Ich hoffe, ihr habt das gut verstanden. Das Ganze empfängt seine Anweisungen vom Vatikanischen Staatssekretär Kardinal Agostino Casaroli und von dem Vatikanischen Sekretariat für christliche Einheit. Daher erhält es seine Anweisungen. Anweisungen muss man befolgen. Wie viel Raum für Kompromisse gibt es denn da? Seitens der römisch-katholischen Kirche? Null, weil die verändert sich nie und macht nie Kompromisse. Und seitens der anderen? Ja, die kriegen die Anweisung und dann müssen sie sich eben ändern. Solche Sätze sollte man sehr, sehr bewusst lesen und verstehen, was dahinter steckt. Auf großen Zusammenkünften wie ACTS 1986, dem Kongress von New Orleans 1987, von Chicago und Berlin 1988, Washington für Jesus, Indianapolis und Bern 1990 haben charismatische Führer wie John Wimber, Bob Mumford, Larry Christensen, Vincent Sinnen und Michael Harper dem Vatikan die Botschaft vermittelt, dass sie mit Rom in dem Plan vereinstehen, die Welt zu evangelisieren. Diese großen Zusammenkünfte waren es auch, die Evangelisation 2000 zum entscheidenden Durchbruch unter Pfingstlern und Charismatikern verhalfen. Die Konferenz in Brighton im Juli 1991 mit dem Motto „Dass die Welt glauben möge“ wurde von ihren Organisatoren, zu denen der Vorsitzende Michael Harper, Dr. Vincent Sinnen, Larry Christensen, Tom Forrest und die römische Katholikin Kim Collins zählten, gepriesen als geeignet, das größtmögliche Potenzial zu schaffen zur Erfüllung des Ziels, die Welt im kommenden Jahrzehnt mit dem Evangelium zu erreichen. Pastor Ron Smith von der in Kent ansässigen Fishers Fellowship formulierte die tiefe Sorge vieler evangelischer Christen, dass vor lauter Euphorie die Menschen jegliche Schranken oder Bedenken fahren lassen werden. „Ich glaube“, schrieb er im Januar 1991, dass es in Brighton Einheit des Herzens und der Gefühle geben wird. Dafür wird die Anbetungsgruppe schon sorgen. Es wird ernsthafte Ergriffenheit geben, wenn die Abgesandten der Kirchen „Jesus ist Herr“ singen. Manche werden sich an den Händen halten, sie werden sich im Rhythmus wiegen, sie werden umfallen, typische charismatische Bewegung, oder tanzen. Es wird echte Freudentränen geben, wenn Gemeinschaft zwischen Menschen zustande kommt, die nie zuvor Gemeinschaft hatten. All das wird jedoch nicht die Einheit im Evangelium ausmachen. Es wird die Art von gefühlsmäßiger Einheit sein, die am letzten Abend der großen Tanzfeste zum Ausdruck kommt, wenn Tausende „Land of Hope and Glory“ singen. Ende Zitat. Eine große Anzahl evangelischer Führer aus aller Welt besuchte den zweiten Internationalen Kongress für Weltmission, Lausanne 1989. Diese Konferenz, die im Juli 1989 in Manila stattfand, war laut Programm bemüht, Zitat, „eine Fülle von Entwürfen zu koordinieren, die zur Evangelisation der Welt bis zum Jahre 2000 formuliert worden waren“. Ende Zitat. Der erste Kongress im Jahre 1974 hatte 5 World Council of Churches, also Weltkirchenratführer, und 3 römisch-katholische Priester als Beobachter nach Lausanne eingeladen. Obwohl die römisch-katholische Kirche keine der 317 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates ist, spielen Katholiken eine bedeutende Rolle in der Arbeit des Rates. Nun, warum ist die römisch-katholische Kirche kein Mitglied des Weltkirchenrates? Wenn ihr das wissen wollt und immer noch nicht versteht, dann rate ich euch zurückzugehen zum Anfang dieser Buchlesung. Da habe ich da bereits drüber gesprochen. Und um es ganz kurz auszudrücken, kommt es darauf hinaus, dass
die römisch-katholische Kirche kein Mitglied des Weltkirchenrates ist, aus demselben Grunde, weil sie kein Mitglied der Vereinten Nationen ist, weil die römisch-katholische Kirche, die Heilige See, der Vatikan, da draußen stehen muss. Die anderen 317 Mitglieder, die müssen darüber verhandeln, wie sie wieder zusammenkommen und unter die Fittiche Roms zurückkriechen. Aber die sogenannte, zwischen Anführungsstrichen, Mutterkirche, Rom, die steht da draußen. Die kann ja nicht an diesen Verhandlungen teilnehmen. Die kann ja nicht an irgendwelchen Kompromissen teilnehmen. Sie steht draußen, weil dieser ganze Weltkirchenrat ist ja im Grunde nur dafür aufgerichtet, um die ganzen Mitglieder so zu vereinen, dass sie am Ende die Dogmen der römisch-katholischen Kirche wieder annehmen, die dann außerhalb des Weltkirchenrats steht und sagt, Dankeschön, und damit seid ihr alle wieder zurück. Da müsste man mal ein eigenes Video drüber machen eigentlich, nur über die Sache des Antichristen und warum Rom das auf diese Art und Weise sieht. Aber es ist halt wichtig, dass man begreift, dass die römische Kirche kein Mitglied im Weltkirchenrat ist und auch kein Mitglied in den Vereinten Nationen ist, weil sie außerhalb dieser Organisation steht. Außerhalb. Genauso wie, und das ist jetzt natürlich nicht so ein schöner Vergleich, aber es ist ja richtig so, wie Gott außerhalb des Universums ist, außerhalb von Zeit und Raum, außerhalb davon ist und alles beobachtet, was er da gemacht hat und halt nicht selber Teil dessen ist. Wo ich jetzt nicht sagen will, er ist nicht da, er ist, wie Jesus Christus gesagt hat, er schickt uns den Tröster, natürlich ist er in Form des Heiligen Geistes anwesend, ist er da, aber ich will nur sagen, so muss man sich das vorstellen, wie eine Kugel, die irgendwo ist und der Vatikan steht da draußen und bestimmt alles, was in der Kugel passiert, mehr oder weniger, aber nimmt halt daran nicht teil. Und deswegen ist die römisch-katholische Kirche kein Teil der 317 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates und deswegen ist sie kein Teil der über 200 Nationen in den Vereinten Nationen. Das Weltkirchenratspersonal setzt sich aus Vertretern von 89 verschiedenen Mitgliedskirchen zusammen, doch ungefähr 25% gehören allein der römisch-katholischen Kirche an. Darüber hinaus bestimmt der Vatikan 12 der 120 Mitglieder der Weltkirchenratskommission für Glauben und Ordnung und sandte im Februar 1991 23 Beobachter zur 7. Versammlung in Canberra, Australien. Diese Versammlung unter dem Thema »Komm, Heiliger Geist«, erneuere die gesamte Schöpfung, ebnete den Boden für die Förderung anderer Religionen und für das Ziel einer Welteinheitsreligion. Der nächste Abschnitt des Artikels lautet, dem Führer folgen. Na, da kennen wir Deutschen, ja, da haben wir ja unsere eigene Geschichte drüber, ne? Dem Führer folgen? Welchem Führer? Im Dritten Reich dem Menschen Adolf Hitler und im Evangelisationsprozess, ja, Frieden und Evangelisation 2000, dem Führer der römisch-katholischen Kirche, dem Antichristen, dem Rattenfänger. Führende Protestanten, unter ihnen Jim Packer und Chuck Colson, schreiben in christlichen Blättern wie New Covenant, der bedeutendsten Zeitschrift der katholischen Erneuerung. Solche Zeitschriften fördern Lebensäußerungen des katholischen Glaubens wie den Rosenkranz, die Heimsuchungen von Medjugorje und Gebete zu Maria und den Heiligen, während sie gleichzeitig für Evangelisation 2000 und das Jahrzehnt der Evangelisation werben und dadurch dieses weltweite evangelistische Unternehmen in Schwung bringen. John Wimber, ein sehr angesehener und einflussreicher Führer unter den charismatischen Christen, hat sich auf diese Weise einspannen lassen. Ein Artikel von ihm in der Juni 1988 Ausgabe von New Covenant zu dem Thema »Warum ich Maria liebe« betont, dass ihr Glaube, Zitat, »ein Vorbild für unseren Glauben ist«, Ende Zitat. Er erschien Seite an Seite neben einem anderen Artikel mit dem gleichen Titel »Warum ich Maria liebe«, in dem Maria als die Mutter dargestellt wird, welche die Gebete der Getreuen erhört. Als ein begeisterter Befürworter der Ökumene hat sich John Wimber, der in seinem Dienst große Betonung auf Zeichen und Wunder legt, sehr positiv zur römisch-katholischen Mission geäußert. Zitat:
Seit Antichrist Papst. Ach, nee, nee, nee. Das steht ja nicht in dem Zitat. Also da muss ich ja eben mal das Zitat lesen. Antichrist steht da ja nicht bei. Entschuldigung. Zitat. Seit Papst Johannes der 23. das Vatikanum II einbrief und betete: Komm, Heiliger Geist, wir brauchen ein neues Pfingsten, hat es eine Explosion in der Kirche gegeben. Ende Zitat. John Wimber hat sich auch bestätigend für eine Gruppe von Männern eingesetzt, die in Kansas City, dem Zukunftsort der ersten großen ökumenischen Konferenz für Erneuerung, im Stil alttestamentlicher Propheten auftreten. Diese Kansas City-Propheten, die erfolgreich Erdbeben und Dürrezeiten vorausgesagt haben sollen, die auch eine Erweckung prophezeit haben und deren Prophezeiungen keineswegs auf Aussagen der Heiligen Schrift beschränkt sind, haben innerhalb der charismatischen Kirche Spaltungen verursacht. Hier geht es also um Menschen, die im Stile alttestamentlicher Propheten auftreten. Im Neuen Testament gibt es keine biblischen Propheten mehr. Der letzte und einzig wahre biblische Prophet im Neuen Testament war unser Herr Jesus Christus. Und jemand, der einen YouTube-Kanal hat oder sonst was und sich Prophet nennt, sollte mal darüber nachdenken, wie er zum wahren Wort Gottes steht, wenn er einen solchen Titel annimmt. Es gibt im Neuen Testament keine Propheten mehr. In Großbritannien wurde ihr Dienst von Bischof David Pitches begünstigt, nachdem sich zwei von ihnen, die Propheten Paul Kane und Bob Jones, in der Holy Trinity Kirche, also Heilige Dreieinigkeitskirche in Brompton, vorgestellt hatten, erhielten sie die Bestätigung durch Terry Virgo, Roger Forrester, Gerald Coates, Lynn Green und Sandy Millar und anderen charismatischen Führer Großbritanniens. Allerdings haben sie die Bestätigung der Heiligen Schrift, diese Propheten haben sie nicht. Genau, was ich gerade eben schon mal versucht habe, deutlich zu machen. Diese Propheten haben die Bestätigung der Heiligen Schrift nicht, denn wir lesen im 1. Hebräer, Vers 1 bis 2, Zitat: Nachdem Gott in früheren Zeiten vielfach und auf verschiedene Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er jetzt am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott zum Erben des Weltalls eingesetzt. Ende Zitat. Er war der letzte Prophet, Jesus Christus. Nach ihm gibt es keinen biblischen Propheten mehr. Und das auch mal eben ganz deutlich gesagt an all die Sieben-Tags-Adventisten da draußen, die Ellen G. White als eine Prophetin, ja, also dann auch noch nicht mal ein Prophet, ja, patriarchisch, sondern matriarchisch auch noch eine Frau als Propheten ansehen. Denkt mal darüber nach, was die Bibel dazu zu sagen hat. Bei der richtigen Auslegung der richtigen Bibel kann man keine Propheten im Neuen Testament mehr haben. Vision AD 2000, und damit endet auf Seite 202 mit zwei kleinen Paragraphen das 18. Kapitel von Babylon nach Rom, Frieden und Evangelisation 2000. Viele örtliche Kirchen und Gemeinden haben eine Vision für Wachstum in das 21. Jahrhundert hinein und machen sich bereit, in den kommenden Jahren den ökumenischen Missionsvorhaben mitzuwirken. Moderne Marketingmethoden sind jetzt in und die Gemeinden hören viel von Strategie, Wachstumsplanung und Vision mit angestrebten Zahlen für die 90er Jahre. In evangelikalen Organisationen wuchern neue Markenzeichen wie Ziel 2000, Glaube 2000, Vision 21. Jahrhundert, Countdown 2000, Licht 2000, Mission 2000, Reaching the World 2000 und AD 2000, Weltevangelisationsbewegung. Das Jahr 2000 ist auch für Anhänger der New Age-Bewegung von großer Bedeutung. Warum?
Nach dem New Age-Denken wird das Zeitalter der Kirche, da die Frühlingstag- und Nachtgleiche jetzt im Zeichen der Fische steht, im Jahr 2000 in das Zeitalter des Wassermanns oder das Zeitalter aller Kämpfe auf Erden übergehen. Das Zeitalter des Wassermanns ist ein anderer Name für New Age, das neue Zeitalter, das manche Beobachter als ein weiteres ausgeklügeltes Täuschungsmanöver der Gegenreformation ansehen. Das Volk Gottes soll veranlasst werden, seine Deckung zu verlassen, dem futuristischen Denken zu erliegen und den Antichristen erst in der Zukunft zu erwarten. Da kann ich jetzt gar nicht so viel Kommentare drüber geben, aber man hat ja das Zeichen, das Zeitalter des Fisches, wie gesagt, hier in dem Kirchenzeitalter, die letzten 2000 Jahre, ja, Pisces heißt das ja im Englischen, das Zeitalter der Fische. Da habe ich dann halt im Englischen den Kommentar gegeben, ja, natürlich, und da hatten wir ja auch den Papst mit seinem Dagon-Fischhut. Und wird er jetzt vielleicht zum Wasserträger? Ja, wird man den Papst statt mit seinem Fischhut jetzt sehen mit den Eimern Wassern, wie der Mensch dargestellt ist im Zeitalter des Wassermanns? Ganz wichtig ist jedenfalls der letzte Satz, und da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Das Volk Gottes soll veranlasst werden, seine Deckung zu verlassen, dem futuristischen Denken zu erliegen und den Antichristen erst in der Zukunft zu erwarten. Anstatt den Antichristen zu sehen, wie er biblisch, prophetisch und historisch ist, nämlich das Amt des Antichrist, das Amt des Papsttums ist der Antichrist. Kein zukünftiger Antichrist, nein. Der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, das kleine Horn, der Antichrist ist das Papsttum. Das Volk Gottes soll veranlasst werden, seine Deckung zu verlassen, um dem futuristischen Denken zu erliegen und den Antichristen in der Zukunft zu erwarten. Und genau das ist die letzten 200 Jahre mit der futuristischen Lehre bereits passiert. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, da bin ich schon oft genug drauf eingegangen. Der Antichrist ist der Papst, niemand anders. So, das beendet dann Kapitel 18 von Alle Wege führen nach Rom, Frieden und Evangelisation 2000. Für heute ist das Video damit zum Ende gekommen. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn es in Kapitel 19 in diesem wundervollen Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien weitergeht. Bis dahin möge Gott euch beschützen und behüten und segnen und euch weiterhin führen auf dem schmalen Weg, der zur Erlösung führt. Der schmale Weg der Erkenntnis von Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze, behüte und segne euch. Jockler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter, ich sehe die Verliese, die Scheiter. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield,
jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.